Dungeon ist tot. Oder vielleicht doch nicht. Das wollen wir hier einmal ein wenig diskutieren in einer kleinen, aber feinen Sonderausgabe von Bada Binge. Und herzlich willkommen zu dieser kleinen Voraufzeichnung oder Vorproduktion von Bada Binge. Ich sitze heute hier in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation. Wir haben gerade festgestellt, dass wir tatsächlich noch niemals zu dritt gemeinsam vor einer Kamera saßen, glaube ich. Oder halt auch jetzt im Rahmen dieser kleinen Formate, die ich betreue, irgendwie auch schon mal zusammengekommen sind. Wir sind schon zusammengekommen vor der Kamera, aber dass wir alle drei wirklich jetzt einmal hier sitzen, also Sarah, Kuro und ich. Hallo. Das gab's bislang noch nicht. Und das wollen wir gerade dann jetzt auch mal ausnutzen, denn wenn ihr das hier seht, dann ist das wahrscheinlich im Zeitraum, in dem wir ja sowohl im Urlaub sind, als auch uns ein wenig von der 400. Folge Kino Plus erholen. Also irgendwo in den ersten drei Oktoberwochen wahrscheinlich werdet ihr das hier sehen. Und wir haben das aber schon ein bisschen früher aufgezeichnet, zu dem Zeitpunkt, als wir gerade ein bisschen Platz hatten. Und mit einem Thema, wo wir gedacht haben, ja, das können wir einfach mal so ein bisschen in den Raum schmeißen und diskutieren, ohne dass jemand großartig was gesehen haben muss oder nicht. Und bevor wir auf dieses Thema kommen, würde ich nämlich einmal kurz dann abfragen, ihr beiden, was guckt ihr denn gerade so an Serien? Also, oh. Ich dachte, jetzt kommen so aktuelle Releases. Hast du schon gesehen? Hast du das schon gesehen? Wie sieht's da aus? Ja, das führt uns dahin. Das führt uns dahin, Sarah. Deswegen, ja. Aber was ist denn so, was euch so, sag ich mal, momentan seriell beschäftigt? Also, ich habe zwei Sachen, die ich gerade aktuell so mit mir rumtrage. Das eine ist auf jeden Fall, mir fehlt noch das Staffelfinale von Stranger Things, Staffel 4. Mhm. Da fehlen mir noch die letzten zwei Blockbuster-Filme, quasi. Die brauchen auch eine Zeit, ja. Und She-Hulk ist bei mir gerade so ein wöchentliches Ding. Ist so ein wöchentliches Ding. Ja. Bei dir? Oh, ich habe gerade so die ein oder andere Serie beendet. Also ich habe, also das, was ich als letztes beendet habe, war Barry. Aber das war ja eh so ein bisschen weird, weil wenn man nicht halt irgendwie Sky? Ja, aber will ich halt nicht. Deswegen habe ich mir die Staffel bzw. die einzelnen Folgen immer gekauft. Und das jetzt als letztes zu Ende gekommen. Jetzt hänge ich so ein bisschen in der Schwebe und es gibt so viel und ich weiß nicht. Das ist so, wie du stehst vor dem Buffet und es gibt einfach und alles lacht dich an und du willst, nehme ich da oder nehme ich, und es ist schwierig. Und dann jetzt die Frage, weil das ist unser Thema heute. Was für Buffet-Typen seid ihr? Mhm. Nehmt ihr euch von allem ein bisschen? Also mal hier eine Portion Reis, da ein Stück Fleisch, da ein bisschen Gemüse, da kommt nochmal ein Mixpickel oben drauf, hier vielleicht noch so ein kleines, so eine Ecke mit Salat. So, dass man so aus allen Bereichen irgendwie was abgedeckt hat auf seinem Teller und dann halt sich hinsetzt und sagt, geil, fange ich mal an, gucke ich mal rein, esse ich jetzt mal. Oder sagt ihr, boah, ich bin halt einfach ein riesengroßer Karottenfan. Oder ein riesengroßer, weiß nicht, Pommes-Fan. Ich packe mir jetzt erstmal den Teller voll mit Pommes. Und wenn ich die gegessen habe, gucke ich, was weiter ist. Oder ob ich noch Hunger habe auf was Neues. Nee. Also, ist es bei euch so, habt ihr es lieber auf einmal, auf Anhieb, richtig alles? Oder sagt ihr, ach, ich gucke hier mal rein, ich gucke da mal rein, ich schau mal hier eine Folge, ich schau mal da eine Folge. Wenn es mich interessiert, gucke ich weiter. Wenn es mich nicht interessiert, lasse ich es bleiben. Ja, gut, dass wir von der Essensmetapher uns entfernen, weil da würde ich einfach so, ja, alles drauf, riesiger Berg und ab die Post. Bei Serien bin ich eher so, ich glaube, ich bin da mittlerweile ziemlich picky geworden. Also ich bin sehr wählerisch, was einfach so den Serienkonsum betrifft, weil ich auch irgendwie aktuell zumindest auch in der Phase bin, wo ich, wenn ich dann mal bereit bin für eine Serie, dann freue ich mich über Serien, die vielleicht auch nicht super lange gehen, also so stundenweise oder super viele Folgen haben, was man halt auch mal einfach gucken kann, ohne dass man da jetzt irgendwie großartig noch Notizen macht oder wirklich aufpassen muss. Und insofern freue ich mich auch, wenn nicht alles auf einmal da ist, weil ich kenne mich. Wenn es irgendwie etwas gibt und ich mag es, dann kann ich auch nicht aufhören. Das hatte ich, ich weiß gar nicht, welche Serie es war, aber ich habe mal irgendwann so um 22 Uhr angefangen, irgendwie so eine limitierte 6-Folgen-Serie anzufangen. Ich dachte, okay, ich schau mal irgendwie die erste Folge rein. Und dann konnte ich halt nicht aufhören. We Own the City? Hm? We Own the City?
Ah, nee, ich komme gerade nicht drauf, aber es war halt so ein spontaner, ach, ich schau mal rein, ach, es gibt alle Folgen und dann kann ich nicht aufhören, dann war es halt viel zu früh und am nächsten, und das war halt auch unter der Woche und dann ist es halt so, ja, komme ich halt nicht mehr aus dem Bett. Ja, verstehe ich. Bei mir ist es total unterschiedlich. Es gibt die Sachen, die ich am Stück binge, aber es gibt auch Sachen, wo ich mich wirklich drauf freue, dass wie früher, in Anführungszeichen, wöchentlich zu gucken und mich dann irgendwie mit meinen Leuten darüber auszutauschen. Und was bei dieser Essensmetapher vielleicht auch nochmal reinkam, war dieses, ich fange auch, seit ich diese Abo-Dienste habe, total viele Sachen an, guck mir das so, also dieses Sarah schaut weiter, ist bei mir keine Ahnung wie viel Kilometer lang, weil ich einfach viel mal so reingucke und dann liegen lasse, aber vielleicht gar nicht, weil es mich gar nicht weiter interessiert hat, sondern weil dann einfach andere Sachen kamen und ich das vielleicht Monate später dann doch nochmal aufgreife oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich würde sagen, bei mir war das so der große Serienhype. Ne? Ich meine, wir haben früher alle Serien geguckt, aber das waren ja diese Procedurals, das war ja Case of the Week. Ne? Mhm. Also Trio mit vier Fäusten müssen jetzt den Typen stellen, Colt Sievers muss den fangen und Agentin muss Herz, muss den Spion irgendwie zur Strecke bringen und nächste Woche ist wieder was Neues dran. So, ne? Also das waren so die Serienerfahrungen, aus denen ich gekommen bin. Natürlich habe ich Twin Peaks gesehen und da war dann natürlich diese fortlaufende Geschichte, die wichtig war. Das war eine Welt, die man so vorher nicht gesehen hatte. Das war eine Abgründigkeit, die man vorher im Fernsehen noch nicht so erlebt hatte. Aber so der ich würde mal sagen, so dieses wirkliche Bewusstsein von, okay, neben Kino gibt's jetzt Serie, ja, war bei mir dann doch, ich glaube, ich kann es nicht gar nicht sagen. Es war Lost. Mhm. Ja. Ja, Lost habe also, ich gebinged, weil ich es später nachgeholt habe. Genau, aber warst du froh, dass all diese Folgen da waren dann auf einmal, nee, um zu sagen können, ey, oh geil, jetzt sind alle da. Ich kann es mir jetzt alle am Stück reinziehen und ich kann jetzt endlich mitreden, ja, was alle so sagen. Aber ich weiß halt auch um diesen Hype, den es damals gab, dass man das wöchentlich, dass es das Ding war, was man wöchentlich geguckt hat und alle konnten drüber reden und das, ja, vermisse ich. Das hätte ich so gerne miterlebt. Also es war auch, ich glaube, das ist so meine furchtbarste, oder ich nehme mir gerne Sachen vor. Bei Lost habe ich, das war ja dann das im Free TV. Wurde es ja auch groß angekündigt und ich so, yes, ich werde mir jede Folge aufnehmen auf Kassette, weil das war ja noch so die Zeit, ne? Und dann ging's los und ich habe, glaube ich, also nicht eine Folge aufgenommen. Es hat auch Jahre gedauert, bis ich dann so mal die erste Staffel Lost tatsächlich geguckt habe. Also es ging so los und ich glaube, ich habe so die erste Folge auch direkt verpasst und das war so, ja, okay, der Zug ist dann wohl ohne mich losgefahren, steht da so, komm, ein bisschen zu spät am Bahnhof an. Und der Zug sieht da gerade, okay, ja gut, dann warte ich auf den nächsten. Und das hat dann irgendwie ein paar Jahre gedauert. Ich habe bei Lost aber auch nur die erste Staffel geguckt, glaube ich. Oder die ersten zwei. Und das hat dann auch für mich gereicht, weil ich halt dann auch wusste, also es war dann halt auch die Serie schon zu Ende und alle haben gesagt so, oh. Ja, okay, also gegen, das ist natürlich also gegen dann Ende ist dann halt so, ist halt vorbei. Und das war dann so für mich auch so, ja, okay, ich gucke jetzt irgendwie eine Staffel oder zwei. Und das hat mir dann gereicht irgendwie. Ja, ja, bei uns war das halt, also auch hier gerade im Haus, ne? Ich meine wirklich, wir haben uns ja, ich glaube, das Finale haben wir uns bei Eddie im Wohnzimmer angeguckt mit 20 Leuten. Ja? Also wir waren wirklich richtig, richtig viele. Und es waren auch wirklich richtig viele am Ende angepisst. Ja. So, ja. Aber das war halt das Ding, ne? Also du weißt, da kommt diese Folge. Und am nächsten Montag, am nächsten Dienstag, am nächsten Mittwoch, keine Ahnung, wann es war, kamen sie alle zusammen. Und immer gab es dieses eine Thema. Genauso wie bei Stromberg am Anfang zum Beispiel. Ja, da gab es immer Montag oder so, gab es dann die große Stromberg-Runde. Da haben sich alle dann über die Gags unterhalten oder über die Sprüche oder irgendwas passiert ist und so weiter. Und dann ist man auch wieder auseinandergegangen so und man wusste, nächste Woche kommen wir wieder zusammen. So. Das war einfach eine schöne Erfahrung. Man hatte eine hochwertige Serie mit zum Teil bekannteren Schauspielern, mit noch unbekannten Schauspielern, die aber dann auch bekannt geworden sind. Es war ein hohes Production Value, also man hat ja wirklich schon Aufwand da in die Serie gesteckt. Und die Geschichte war natürlich auch dann eben so verworren und kompliziert und irgendwie mysteriös, dass man natürlich immer wissen wollte, wie geht's weiter. Also wir haben diese Brocken, die sie uns hingeschmissen haben, haben wir begierig aufgenommen. Weil wir halt dann auch in der Lage waren, uns am nächsten Montag alle darüber zu unterhalten. Ja. So, und dann kam Netflix. Ja. Dann kam Netflix. Und dann kam dieses berühmte Wort, bingen oder binge. Ja, und plötzlich waren Serien in Masse da. Ja, also du konntest auf eine Serie klicken und da waren alle Folgen. Ja, eine neue Serie kommt raus, zack, alles da. Oh geil, kann ich mir direkt reingucken, muss ich gar nicht irgendwie so lange warten. So, ne? Weil ich weiß nicht, vielleicht gab es schon die eine oder andere, ich denke mal so sowas wie Fringe oder sowas. Ja, das habe ich dann
sag ich mal, über den Lauf der Zeit, immer mit nächster Woche und so, wenn es nicht allzu irgendwie spannend war oder wenn der erzählerische Bogen doch etwas weiter, also entweder über die Staffeln oder auch im Hintergrund gespannt worden ist, dann war ich auch manchmal da, wo ich dachte, ach ja, ne, komm, guck's halt übernächste Woche oder sonst irgendwas oder holst es irgendwann nach oder so, ne? Also wenn es dich nicht richtig fesselt mit den richtigen, sag ich mal, Zutaten, so, dann war ich auch irgendwie dabei, schnell dabei zu sagen, na ja, gut, dann habe ich die Folge halt verpasst, dann gucke ich halt nicht weiter so. Und ah nee, ich bin irgendwann raus, habe ich gar nicht mehr verfolgt, so wie du wahrscheinlich dann mit ein, zwei Serien. Und ja, und dann kam dieses Wort Bingen. Was ist Bingen? Hab noch nie von gehört. Das ist wie so ein Milchhiebe oder was ist das, ja? Und keine Ahnung, ja. Und plötzlich war Netflix da und hatten dann halt alles im Angebot. Oh ja, ich erinnere mich noch. Also es war jetzt nicht direkt der Anfang von Netflix, als ich noch studiert habe, aber ich weiß noch, dass mich das im Studium oder in Studienzeiten so krass gekriegt hat, weil plötzlich dieses unfassbare Überangebot da war und ich halt Staffel um Staffel von irgendwas mir reinziehen konnte, während ich studiert habe. Und ich habe aber immer vermisst, dass ich vielleicht in meinem direkten Umfeld gar niemanden hatte, mit dem ich da aktiv gerade drüber reden kann. So, ich habe immer versucht, Leuten Serien schmackhaft zu machen, weil es einfach so viel Verschiedenes gab. Die ganzen Leute das gar nicht geguckt haben, man konnte sich gar nicht mehr drüber unterhalten. Und dann habe ich teilweise Sachen auch lieber geguckt, gar nicht so interessensbasiert, sondern weil ich dann wieder mit meinen Freunden über, also wir haben immer versucht, so einen gemeinsamen Konsens zu finden, damit wir wieder über irgendwas quatschen konnten. Bei mir ist das eher genau umgekehrt gefühlt. Also tatsächlich ist es eher so, dass wenn dann irgendwie eine neue Serie oder eine neue Staffel erscheint und im Falle von, keine Ahnung, Stranger Things ist dann auf einmal die ganze Staffel da, dann bin ich eher so derjenige, der noch sich so die Serviette dran macht und sagt, okay, so los geht's los, dann gucke ich auf meinem Handy und dann ist schon in meiner Gruppe, wo alle Freunde sind, so, ja, ich habe gerade die Staffel beendet. Und ich so, wie machst du das? Das Gefühl gerade erst rausgekommen. Wie kannst du einfach schon alles geguckt haben? Das sind halt so Leute, die sagen sich so, ja, okay, ich klicke jetzt auf Play und ich höre halt erst auf, wenn alles vorbei ist. Und ich habe, meine Eltern sind auch so tatsächlich. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist, damit piesacken die mich mittlerweile. Das ist so, vor ein paar Jahren haben die gesagt, war ich zu Weihnachten bei denen, so eine Woche, und die haben gesagt so, ey, sollen wir mal einen Game of Thrones Rerun machen? So in Vorbereitung für die letzte Staffel. Und ich so, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir einfach über Weihnachten die komplette Serie durchgeguckt. Von morgens bis abends. Und ich saß irgendwann, wirklich nur noch so, ich kann nicht mehr. Ich hatte Kopfschmerzen. Und ich so, ach komm, eine Folge geht noch. Ich so, nein, hört bitte auf. Es ist zu viel für mich. Aber die sind da einfach komplett hardcore. Ich kann das einfach nicht. Ja, ich muss auch sagen, es hat eine neue Drucksituation erzeugt. Ne? Wenn halt Leute dann schon wirklich gesagt haben, boah, ich habe am Wochenende komplett durchgeballert. So, wo ich dachte, Alter, das kann ich nicht so. Und dann kommt wieder die Situation, ja, also dass du gerne über etwas reden wollen würdest, aber du bist halt noch nicht so weit wie dein Gegenüber, ja, und dein Gegenüber möchte gerne über das und das reden, und dann, ja, und dann kommt das nächste große Dilemma, Spoiler. Ja, ich denke mal, auch die Spoiler-Kultur ist durch Serien noch mal zu einer ganz anderen Stufe gelangt, als es vorher schon bei Filmen der Fall war. Ja. Ich meine, was wir uns früher, das sage ich auch öfter, ja, ich weiß, Opa erzählt vom Krieg und so, ne? Aber was wir uns früher halt an der Schule alles an Informationen, sag ich mal, um die Ohren geballert haben, wir haben uns die kompletten Filme erzählt und trotzdem sind wir danach losgegangen, geil, den will ich jetzt sehen. Ja. So, ja? Und ich würde sagen, auch Spoiler haben durch Serien und jetzt würde ich sagen, vielleicht dann auch eben durch diese Situation, es ist da dieses Bingen, oder man kann jetzt Serien bingen, auch nochmal eine neue Dimension angenommen. Ja, ich glaube, grundsätzlich im Zeitalter des Internets sind Spoiler nochmal halt viel gefährlicher geworden, weil selbst wenn irgendwie die Folge wöchentlich oder im wirklich wöchentlichen Rhythmus erscheint, hast du ja einfach Menschen, die irgendwie sofort diese Folge gesehen haben und sofort ihren Senf dazu im Internet breitreten müssen. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch auf Facebook, also auch schon quasi fast Krieg. Das, mit der habe ich bei Giga zusammengearbeitet und die waren dann halt, aber wir waren halt auf Facebook noch befreundet und das war noch zu Walking Dead Zeiten. Und die hat einfach so, die Folge war direkt gerade ausgestrahlt oder gefühlt am selben Abend noch. Und einfach noch nur so ein Screenshot von der Person, so, oh, schade, dass sie tot ist. Und ich so, what the f. Und ich scroll da so durch, so, oh, gleich schaue ich aber Walking Dead und so. Dann bleib ich da so stehen und ich denke mir so, ne, das kann doch jetzt nicht sein. Also, ich finde, das ist so, ich habe das Gefühl,
dass es auch so ein bisschen so ein Sport ist. So, okay, ich habe die Serie oder ich habe die Folge oder irgendwas gesehen, ich muss da sofort meinen Senf dazu breitreten. Und ich bin auch normalerweise jemand, der dann versucht, also wenn ich eine Serie mag, dann halt Spoiler auch so auszublenden. Ja. Das Witzige ist, dass ich jetzt im Falle von Herr der Ringe Rings of Power und House of the Dragon, was ich, wenn die Folge läuft, habe ich das bestimmt geguckt, Zukunftsguru. Aber aktuell noch nicht. Und ich bin jetzt auch niemand, der großartig jetzt in dem Fall so Spoiler versucht oder zu vermeiden oder halt Keywords oder Hashtags ausblendet. Ich gehe da relativ unbedarft gerade durchs Internet und ich wurde noch nicht gespoilert. Aber dann ist auch dein FOMO nicht so groß, oder? Absolut kein FOMO. Ich bin eher aktuell eher so YOMO-mäßig unterwegs. So Joy of Missing Out, habe ich das Gefühl, weil irgendwie sich die ganze Welt darauf stürzt und darauf komplett abfährt und mich lässt das fast eher noch dadurch kalt, wie ich ehrlich bin. Ja, ich muss sagen, ich finde das bei der She-Hulk-Serie, weil du es vorhin schon mal angesprochen hast, da finde ich es auch irgendwie so, wo ich jetzt auch sage, Leute, es ist einfach ein bisschen viel Aufregung um nichts. Also beziehungsweise die Serie ist so witzig, ja. Ich finde sie tricktechnisch halt nicht gut. Ja. Aber inhaltlich ist es halt eine Sitcom, meiner Ansicht nach. Und warum nicht im Marvel? So, ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass das größere Auswirkungen auf irgendwas geschichtlich haben wird, so. Aber ich muss halt sagen, die haben schon ganz geschickt gewisse Trigger da reingebaut, damit halt auch der Bass dementsprechend hoch ist. Und ich habe immer das Gefühl, viele Leute lassen sich dann auch wirklich so bereitwillig triggern und nutzen das dann halt aus und registrieren gar nicht, dass sie eigentlich genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollen. Weil sie wollen ja eigentlich die Serie irgendwie in Grund und Boden schimpfen, beziehungsweise so wie ich manche Kommentare jetzt, sag ich mal, wahrnehme, ist es auch so, ich will gar nicht, dass du weißt, dass das irgendwie nicht sich lohnt, sondern ich will, dass du die Serie scheiße findest. Hm. So, ja. Also ich erzähle dir alles und ich erzähle es dir in einer Intensität, damit du diese Serie scheiße findest. Und ich denke mir so, dadurch schaffst du aber nur Aufmerksamkeit. Na klar. Und du schaffst genau das Gegenteil, denn du sorgst noch dafür, dass noch mehr Leute irgendwie Interesse haben, diese Serie zu gucken. Und vielleicht finden diese gar nicht so schlimm. Und dann geht dein Plan vollkommen nach hinten da los. So. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ja gut, ey, ich finde es aber auch schon ein bisschen plump bei She-Hulk. Manchmal da irgendwie auf diese Männerkeule irgendwie draufzuhauen so oder mit Männern oder Männerfiguren da zu installieren, die halt wirklich so dämlich und überzeichnet sind, da will ich mich doch gar nicht drüber aufregen. Also ich verstehe, warum ihr das macht und ich finde es auch in Ordnung, dass ihr das macht, aber lasst mich bitte raus mit irgendwelchen Empörungskulturen oder beziehungsweise Wellen, weil daran will ich mich gar nicht beteiligen. Ich glaube auch, wenn wir jetzt da einsteigen würden, das wäre eine ganz andere Diskussion, was She-Hulk angeht. Aber ja, natürlich, durch das Internet grundsätzlich und auch gerade wie sich das Internet verändert, ist dieses Spoiler-Thema einfach noch unfassbar viel riesiger geworden, weil wir hatten es jetzt gerade von Facebook. Ja, und generell auch auf Twitter, ich kann Hashtags zum Beispiel muten, was ich auch bei Sachen, bei denen es mir wirklich wichtig ist, teilweise dann mache. Bei Endgame zum Beispiel, wenn wir schon bei Marvel bleiben. Aber seit Instagram Reels und TikTok gibt. Ich meine, welche Szene von Stranger Things 4 habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich die Staffel noch komplett nicht gesehen hatte? Wisst ihr, was ich meine? Also es tut dem Buzz für die Serie und dem Hype ja schon gut, aber das macht mich nicht unbedingt zum Binge-Watcher. Also und dann kommt ja noch hinzu, dass du eine Serie hast mit, wie viele Folgen hatte die 10.? Die vierte. Oder neun, glaube ich. Neun? Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass du da eine Serie hast, wo diverse Folgen schon mal fast einfach ein Film sind, mit 90 Minuten so oder mit 70 Minuten. Ja, und das Finale halt 2,5 Stunden geht so, ja. Und da ist dann die Frage: Sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo Bingen längst, also nicht mehr das Ding ist oder beziehungsweise die so schöne Neuerung, weil es halt auch dann ja fast schon Stress erzeugt, zu wissen, ey, ich habe jetzt hier 9 Folgen vor mir und es geht vielleicht 13 Stunden. So, ja, ich muss sagen, bei mir hat sich's auch wieder zurückentwickelt. Also bei mir war dieses Bingen am Anfang von Netflix wirklich ein größeres Thema, als es jetzt ist. Ja, also ich genieße halt auch einfach, also es ist so, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du alle Folgen sofort zur Verfügung hast und die du einfach so runterratterst, dann kostest du das auch nicht mehr so aus. Das ist halt eher, weißt du, ein Stopfen, ohne dass du wirklich kaust. Weil ich mag es halt einfach, dass wenn die ganze Zeit nur Essen. Ich hab Hunger. Verzeihung. Dass halt, wenn man irgendwie
wenn eine Serie wöchentlich neue Folgen raushaut, klar ist das ein bisschen blöd, dass du eine Woche warten musst, gerade wenn irgendwie eine coole Folge war. Aber ich genieße das auch so ein bisschen, weil dann hast du irgendwas gesehen, das irgendwie krass war. Das kannst du erstmal sacken lassen, kannst dich austauschen, kannst vielleicht im Internet gucken, auf Reddit, irgendwie so Diskussionsthread. Und ich genieße das auch immer dann irgendwie zu lesen, wenn Leute irgendwie so Theorien aufstellen und dann vielleicht auch irgendwie etwas bemerken oder ja, lesen, was oder dann wird dir irgendwas gesagt, so, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Und das ich mag das, das so ein bisschen noch so zu sezieren. Ich habe das Gefühl, wenn das gebinged wird, dann ist das Einzige, was dann gesagt wird, so, ja, ich hab's jetzt fertig gesehen und war krass. Das ist so das, was ich hab's gesehen und war halt nicht so cool. Und dann so, ja, jetzt guck ich mir aber die nächste Folge an oder die nächste Serie. Ja. Ja, das ist dann so ein bisschen etwas, was ich einfach schade finde. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, gibt es dennoch Serien, die werden zwar wöchentlich ausgestrahlt, sind denn aber in ihrer Staffel oder als Gesamtheit vielleicht gar nicht so lang. Also aktuelles Beispiel wäre meiner Ansicht nach Kenobi gewesen oder Obi-Wan Kenobi, wo ich dann halt auch dachte, ich habe das aufgespart. Ja, ich habe gesehen, die Folgen sind A nicht so lang. Also die sind so immer so zwischen 30 und maximal 45 Minuten lang. Also kann ich da schon mal innerhalb von einer Stunde schon mal zwei Folgen gucken, ist ja eigentlich schon mal ganz gut, ne? Also so zeitmanagementmäßig. Aber dann habe ich mir halt so ein paar Folgen aufgehoben, weil ich gedacht habe, okay, ich gucke das schön am Stück weg. Es ist ja eh, wie bei Barry, einfach nicht so eine große Zeitspanne, die du da einplanen musst. Und dann merke ich aber, das war auch dann hier und da bei Boba Fett so oder auch bei Mandalorian, naja, guckst du das am Stück, hat's dann nicht mehr die Wirkung. Ja. Ne? Also dann verpufft diese Wirkung, dass du dir Gedanken machst, dass du irgendwie versuchst, Theorien zu erstellen, dass du irgendwie Easter Eggs irgendwie feststellst und versuchst zu ergründen, warum die da drin sind und so weiter. Und manchmal stellst du dann fest, ja gut, ihr wolltet, dass ich das mache, aber letztendlich hat es mir gar nichts gebracht, außer ich habe meine Fantasie ein bisschen angekurbelt, aber es ist halt nichts davon eingetreten, was ich mir irgendwie im Kopf fabuliert, zusammenfabuliert habe. So, ne? Ja, ich meine, ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, so was für eine Art von Serie man, oder was für eine Art von Serie das ist. Ich meine, sowas wie Game of Thrones, so die letzten Staffeln, wo man wirklich nochmal eigene Gruppen irgendwie eröffnet hat, wo man diskutiert hat. Ich kann mich erinnern, ich war auf einem Event in den USA mit anderen Pressevertretern und wir haben uns dann auf einem Hotelzimmer getroffen, weil da dann halt abends halt die aktuellste Folge ausgestrahlt wurde und dann haben wir darüber geflucht, wie scheiße sie war, weil es war halt leider die letzte Staffel. Und ich saß dann so und dachte so, ja, aber so schlecht fand ich es jetzt nicht. Und alle so, nee, es ist doof. Und ich so, ja, okay, gut. Nee, auch absolut super doof. Aber es ist ja auch dann so, es ist halt Game of Thrones. Und das ist auch etwas, was man da meiner Ansicht nach immer so ein bisschen auch dann bei allem Ärger unter den Tisch fallen lässt. Diese Serie hat es geschafft, dass du dich mit irgendwelchen Leuten, die du wahrscheinlich noch nie vorher getroffen hast oder mit denen du eigentlich kaum was zu tun hast, in Amerika in ein Hotelzimmer gepackt hast, um halt zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist halt auch immer noch eine Erinnerung, die ich irgendwie, an die ich gerne zurückdenke. Aber es ist natürlich so, ja, für, keine Ahnung, ihr Trainwreck Woodstock hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Nein. Das ist halt, dass alle Folgen da sind, ist dann halt so, ja, cool. Guck ich halt runter. Ja, aber auch da ist es schon wieder nicht cool, wenn du die nicht übers Wochenende komplett geguckt hast, obwohl es eine Miniserie ist, so, ne? Ja, weil dann schon wieder viele Leute irgendwie, die es geguckt haben, dich dann volllabern oder Volltext. Voll. Ja, also ich muss auch sagen, ich meine, und ich glaube auch Netflix ist jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, nicht nur Netflix, auch andere Anbieter, wo sie halt, glaube ich, festgestellt haben, okay, wir sollten es nicht mehr so unbedingt in der Form, wie wir es bisher angeboten haben, anbieten. Also einmal entweder alles auf einmal oder halt wöchentlich. Und ich fand es zum Beispiel ganz großartig, fand ich es bei Arcane. Ja, diese drei Folgen, hast du ein Wochenende Zeit, konntest du diese drei Folgen angucken, am Montag haben alle drüber geredet. Ja. Ja, und du hast halt wirklich so diesen Progress gehabt so und am nächsten Wochenende kamen die nächsten Folgen und du hast wieder irgendwie genug Gesprächsthema fürs Wochenende gehabt, hast aber auch nicht das Gefühl gehabt, nur eine Folge war zu wenig, weißt du? Also ich meine, da hattest du den Glücksfall, es war eine gute Serie, es war eine gute Adaption, du hast eine geile Geschichte gehabt, bei der du dran geblieben bist, also zumindest ich, und dementsprechend habe ich mich auch nicht so irgendwie unterfüttert gefühlt. Dann wäre schon wieder beim Essen. Sondern ich hatte halt eine gute Portion am Wochenende und die konnte man dann halt am Ende des Wochenendes oder nach dem Wochenende diskutieren. Ja. Und jetzt zum Beispiel hat man es ja auch gemerkt, Stranger Things wurde zweigeteilt, Breaking Bad wurde zwangsläufig zweigeteilt, Breaking Bad, Better Call Saul. Wegen des Herzinfarkts von Bob Odenkirk so. Aber ich glaube, das hat denen auch nochmal zumindest aufmerksamkeitstechnisch und lang, was die Langlebigkeit angeht,
hat es denen was gebracht. Ja, es ist so ein bisschen so, könnte man ja fast sagen, so best of both worlds, ne? Weil du einerseits die Leute, die halt durchfeuern wollen, haben ordentlich, um was durchzufeuern, und die sagen diese, ja, ich lass mir auch gerne ein bisschen mehr Zeit. Die haben ja dann nochmal eine Pause, wo man dann irgendwie nochmal ein bisschen vielleicht auch, ja, das nochmal so ein bisschen verarbeiten kann. Und ich finde das ehrlich gesagt auch so von der Art und Weise, finde ich das cool. Dass man sagt so, ja, vielleicht hier so ein paar Folgen und dann gibt's aber nochmal eine Pause und dann gibt's nochmal ein paar Folgen. Damit könnte ich mich arrangieren. Ich meine, bei She-Hulk zum Beispiel, da verstehe ich halt nicht, wenn eine Folge da teilweise 22 Minuten geht, warum da nicht halt mehr auf Anhieb rausgeballert, also warum die nicht auf einmal auf Anhieb rausgeballert wird. Ja, vielleicht sitzen die ja noch an den Special Effects. In der letzten Folge so, okay, da müssen wir immer drüber polieren. Gut, das ist natürlich dann auch ein Vorteil der wöchentlichen Ausstrahlung, weil wo war das, glaube ich, ich weiß nicht, auch bei Stranger Things, da war das, glaube ich, gewesen, dass es hieß, die haben noch wirklich bis kurz vor knapp, bis irgendwie eine halbe Stunde, bevor es bei Netflix hochgeladen worden ist, haben die noch irgendwie an dem Schnitt gehockt oder an den Effekten. What? Und so. War das nicht sogar so, dass wenn du irgendwie die Folge sofort gesehen hast, hast du noch nicht die super final fertige Folge? Genau, da war noch eine unfertige Fassung drin, so, ja. Und ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel auch House of the Dragons oder Game of Thrones, ne? Ich glaube, wenn da nicht so ein gewisser Druck wäre, eine Folge muss am Sonntag da sein, dann wäre es vielleicht auch nicht passiert, dass man diesen Greenscreen-Handschuh von ihm sieht, wo die Finger halt irgendwie weggeschnitten werden sollen, oder dass halt so ein Starbucks-Kaffeebecher auf dem Tisch steht oder sowas, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das, diese ganze Terminierung, und wir wissen ja auch, die Streaming-Dienste brauchen halt Content, sie müssen ja liefern. Sie müssen ja die Masse bei Laune halten, beziehungsweise sie müssen ja die Masse versorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so ein Thema dabei ist, dass man halt immer zu dem und dem Zeitpunkt das haben sollte oder das haben muss, und dann, ja, solche Sachen halt vielleicht auch passieren. Ja, also definitiv. Und das ist halt, und dadurch, dass du das Internet hast, dann wirst du natürlich auch direkt aufmerksam gemacht, weil ich kenne mich, mir wäre das nie im Leben aufgefallen, aber dann hast du halt die Folge geguckt und dann machst du deine Twitter-Timeline auf und dann siehst du 15 Mal irgendwie einen Screenshot, so, ah, hier ist übrigens noch ein Starbucks-Kaffee-Behälter und so. Ja, und dann guckst du das nochmal an oder so und dann fällt dir das halt auf. Und ja, es ist halt krass. Aber wie seid ihr jetzt momentan so, was würdet ihr sagen, bingen oder wöchentlich? Ich bin auf jeden Fall Team wöchentlich. Also ich krieg das auch anders gar nicht zeitmäßig gemanagt, dass ich irgendwie, also Serien stressen mich so oder so aktuell, weil es halt einfach viel zu viel gibt. Es ist halt so, ja, hier Herr der Ringe, Game of Thrones, House of the Dragon, und dann ist da aber auch noch Better Call Saul, dann ist da aber auch noch The Boys, und dann ist da noch Stranger Things oder Paper Girls oder was es auch immer gibt. Und es ist so. Ja, und es ist halt, es stresst mich richtig. Es stresst mich richtig. Also habe ich ja auch alles nicht gesehen. Das Einzige, was ich mir geguckt habe, weil ich halt diese Serie über alles liebe, ist halt Barry. Und das war dann auch so, okay, ich nehme mir dafür die Zeit. Aber es ist, ja. Aber es wirkt schon so, als fühlst du oder empfindest du eine gewisse Verpflichtung. Natürlich fühle ich eine Verpflichtung, weil jeder in meinem Freundeskreis sich das alles anschaut. Und wäre es dann nicht an der Zeit, sich von diesen Verpflichtungen freizumachen? Wäre es. Eigentlich schon. Und ich bin auch wirklich so kurz davor, zum Beispiel meinen Netflix-Account einfach zu löschen, weil ich den nicht nutze. Aber meine Eltern hängen halt dran und noch meine beste Problem Freundin. Das Problem habe ich auch. Die ganze Zeit so, du kannst nicht die ganze... Nein, kann ich denen das antun? Habe ich natürlich nicht. Also, sag ich denen vorher Bescheid? Oder sag ich so, ihr müsst euch jetzt selber um Netflix kümmern? Oder wie machen wir das jetzt? Es ist so... Also für mich ist das gerade tatsächlich eher Arbeit. Wie machst du das denn mit Serien? Ich meine, das ist ja dein Job, aber es ist... Ja, kannst du noch Spaß haben? Es ist mein Job und ich muss wirklich aufpassen. Das ist halt das Ding. Ich muss wirklich aufpassen, dass es nicht so sehr in diesen... Oh, ich muss es jetzt noch machen. Es ist jetzt noch Arbeit. So, ne? Also ich versuche auch irgendwie momentan immer zwischen gewissen, ja, halt vor allem auch Sendungsphasen, ja, versuche ich halt schon komplett den Ausgleich zu schaffen, dass ich sage, ey, Serien, leck mich am Arsch, jetzt gucke ich nur noch Filme. Ja, also jetzt, also. Und dann noch die Games. Was soll man tun? Das kommt auch noch dazu. Und bei Games bin ich ja schon fast raus, ja. Ich habe so 2, 3 Spiele, die ich entweder halt, also ich habe ein Spiel, das ich halt so privat, nee, 2 Spiele, die ich so privat immer wieder kleckerweise irgendwie spiele. Und dann mit meinem Sohn halt spiele ich halt Lego Star Wars. So, aber ansonsten kann ich mir nicht viel erlauben. Es geht halt einfach nicht. So, weil ich weiß, ich muss heute Abend auf jeden Fall noch eine Folge davon gucken und dann, der Film muss auch noch geguckt werden. Also gucke ich, wann kann ich was unterbringen und das geht dann halt bis spät in die Nacht. Das Ding ist, ja,
manchmal gibt es Sachen, die fühlen sich an, also die fühlen sich einfach nicht mehr an als Arbeit. Ja. Und das sind so Sachen wie, weiß ich nicht, Funeral for a Dog oder sowas. So, das muss ich halt gucken, weil ich halt darüber reden muss, so, aber es ist nicht etwas, wo ich sage, oh geil, hätte ich Bock drauf. Ja. Manchmal kommen so Sachen wie, es gab hier auf Disney Plus, gab es dieses Reservation Dogs oder Mr. In Between. Das waren so Sachen, da wurde ich drauf aufmerksam gemacht. Ich musste hier mal kurz reingucken, aber dann habe ich gemerkt, ach guck mal, das ist, gefällt mir. Und dann wollte ich es auch weiter gucken und habe halt versucht, so schnell wie möglich das irgendwo unterzubringen. Mhm. So, aber es ist auch für mich inzwischen, und ja, ich weiß, das klingt natürlich privilegiert scheiße, es ist ein schmaler Grat irgendwie da immer, sage ich mal, das so oder so zu verfahren oder so einzuteilen, dass es sich halt nicht wie Arbeit anfühlt. Ja, Sandman zum Beispiel, da muss ich ehrlich sagen, das hat sich für mich wie Arbeit angefühlt, weil von den 10 Folgen, die ich bislang gesehen habe, haben mir halt vielleicht 3 oder 4 wirklich gut gefallen. Der andere, der Rest war eher so, ist okay. Da bin ich noch nicht fertig, ja. Überlege ich gerade. Aber das ist halt das Ding. Wir hatten so mehrere Serien, wo die fangen stark an, ja, oder die fangen schwach an und werden dann immer stärker. Aber dann hast du dann irgendwann, wenn du fertig bist, hast du einen Zeitaufwand von 7 bis 10 Stunden investiert und dann sagst du, ja, war okay. Und ich weiß nicht, also bei Serien muss ich sagen, genau wie du, habe ich da mittlerweile einen etwas krasseren Standard oder stelle ich höhere Ansprüche oder sind meine Ansprüche vielleicht ein bisschen unfairer als bei einem Film oder so, ja. Weil ich aber halt auch sage, ey, die Zeit will ich dann aber auch wirklich, dass ich die rentiert hat. Und dann muss ich die rentieren. Ja, das Problem ist ja auch, dass ausgerechnet dieses Jahr irgendwie alle gesagt haben, so ey, wir kloppen jetzt mal richtig einen raus. Ja. Und das ist natürlich geil. Also, dass du so viel Auswahl hast, ist natürlich super. Und es ist natürlich auch, auch so viel abwechslungsreicher Kram. Und das ist natürlich ganz fantastisch. Aber es ist natürlich auch, wenn du halt alles sehen willst, dann brauchst du aber auch Sitzfleisch. Genau. Und musst halt immer dranbleiben. Ich habe vielleicht auch noch ein Phänomen jetzt gerade in der Diskussion festgestellt. Wenn du nicht mehr den Druck, in Anführungszeichen, des aktuellen Releases hast, zum Beispiel bei mir jetzt Staffel 4 Stranger Things ist an mir vorbeigegangen, als der Hype noch so super riesig war, weil mir das zu viel war. Weil ich mir dachte, macht ihr mal schön, wenn ich dann Bock habe, gucke ich es mir doch noch an, weil mir noch Staffel 3 gefehlt hat. So. Jetzt habe ich den Druck nicht mehr. Jetzt gucke ich das am Stück oder auch nicht. Dann gucke ich mal 3 Folgen. Dann habe ich so zwar mehr dieses Binge-Watchen, also nicht eben die komplette Staffel, weil die unfassbar lang ist, aber halt immer in größeren Happen, aber voll nach meinem Gusto, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht, ob ich jetzt noch eine Folge anschmeiße oder nicht. Und ich genieße aber gleichzeitig auch eben diese Sachen, wenn ich mich dann mal committed habe mit Freunden oder einer Bubble, die wöchentlich zu gucken. Zum Beispiel jetzt, als die Pandemie noch krasser war und wir alle zu Hause waren, war das für mich super cool, als WandaVision zum Beispiel gestartet hat, als Marvel mit ihren, ich weiß nicht, warum ich jetzt offensichtlich das Marvel-Girl bin, aber ich gucke auch andere Dinge. Ist halt Popkultur. Aber das ist gerade jetzt so das Beispiel und das hat sich jetzt auch durch die letzten 2 Jahre so durchgezogen, ne? Ja, also bei mir ist es wirklich geteilt. 50-50. Geteilt, 50-50. Ja. Ja, ich meine, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen ab von der eigenen Drucksituation. Wenn man sich frei machen kann, ja, dann, wie bei Stranger Things, dann ist es ja cool. Dann hat man halt wirklich die Möglichkeit, so viel wie möglich auch mal am Stück zu gucken. Aber macht sich halt nicht den Stress, dass man wirklich von Woche zu Woche irgendwie dranbleibt oder möglichst schnell alles gesehen hat, um auch ja mit dem ganzen öffentlichen Diskurs irgendwie mitreden zu können. Und ich muss sagen, bei mir hängt es inzwischen davon ab, wie gut mir etwas gefällt. Ja, zum Beispiel Dopesick. Ja, da fand ich das gut, dass das halt schon einfach eine Geschichte war. Es war eine Romanadaption. Und ich wusste, nach diesen 10 Folgen oder so ist es halt vorbei. Das ist für mich schon mal von vornherein ein dankbarer Ansatz, zu sagen, okay, ich gucke da jetzt mal rein. Und dann war das eine Serie, die hat mich halt gefesselt. Da wollte ich halt wirklich wissen, Alter, wie geht's jetzt weiter? Was, das haben die gemacht, das haben die gemacht, Alter, und das ist das, was passiert. So, das war halt einfach eine Rekonstruktion realer Ereignisse. Und das hat mich natürlich dann wirklich dann auch gefesselt. Und da habe ich versucht, so schnell wie möglich das zu gucken und war froh, dass die halt dann so viel oder so zahlreich direkt auf Anhieb verfügbar war. Und ja, bei jetzt diesen großen Serien, Herr der Ringe, House of the Dragon, Andor, ich bin echt dankbar, dass das alles nur wöchentlich kommt. Ja, weil dann weiß ich, okay, Freitag kann ich mich da hinsetzen, Montag setze ich mich dahin. Freut man sich auch drauf. Mittwoch
setze ich mich dahin so, ich habe diese eine Stunde, die ich dann einplane und so, cool. Aber gleichzeitig musst du dich dann auch genau dann da hinsetzen. Naja, aber das Ding ist, dadurch, dass wir ja immer meistens dienstags aufzeichnen, habe ich einen Spielraum. Bei Game of Thrones habe ich nicht unbedingt, aber das kenne ich halt aus den letzten 8 Jahren nicht anders. Oder beziehungsweise aus den, ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, ob in der 6. oder 5. oder 4. Staffel. Aber da war das immer so, ne? Montags oder sonntags nachts kommt die Folge, guckst du so schnell wie möglich, dienstags hockst du da und redest. Hast vorher noch schnell möglichst alle Fakten korrekt aufgelistet, damit keiner irgendwie meckern kann. Also, was natürlich immer nicht ganz geklappt hat. Aber das war dann schon so, ne? Das hast du im Kopf und du weißt ja auch, so eine Staffel geht, was, 10, 8, 6 Folgen. Also es wird ja auch noch immer weniger. So, das kannst du dann über diese Distanz, kann ich das dann schon irgendwo in meinen Alltag integrieren. Integrieren. Müsste ich das jetzt mit einer, also mit 3 anderen Serien machen? Keine Chance. Ja. Ja, wäre ich genauso verloren. Aber ich glaube auch, dass dieses, dass die Option, alles auf Anhieb komplett anzubieten, das funktioniert nicht mehr als Verkaufsargument für eine Serie beziehungsweise für einen Streamingdienst. Also das ist jetzt meine Einschätzung. Und ich glaube, die haben das, also viele haben das jetzt auch irgendwie verstanden, dass du je nach Serie entscheiden musst, was du machst. Und dass es von Vorteil ist oder halt eben von Nachteil, was du gemacht hast. Also ich glaube zum Beispiel bei Stranger Things hat es auch überfordert. Ja, also Stranger Things ist sowieso strange, weil das fühlte sich alles so nach der letzten Staffel an, weil dann auch gesagt haben, so, ja, und hier, die letzte Folge der Staffel geht halt auch 2 Stunden. Ich denke mir so, ja, krass. Ja, aber für ein Ende der Serie ist das ja auch angemessen. Und dann so, nee, da kommt noch was. Und ich denke so, oh Gottes Willen. Wie soll denn die nächste Staffel Stranger Things aussehen? Das frage ich mich auch. Und wird es wieder so? Weil ich habe auch zum Beispiel nicht verstanden, warum haben sie die letzten Folgen nicht nochmal in 2, 3 Folgen aufgeteilt? Ach so. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, die letzten 2 Folgen fehlen mir. Ja, genau, aber die letzte, ich glaube, die vorletzte Folge ist 90 Minuten und die andere ist 2,5 Stunden. Und dann denke ich mir doch, da kannst du doch locker noch eine Folge draus machen. So, ich weiß ja nicht, also wie ist es bei euch? Wenn ich jetzt am Abend da sitze und ich habe eine Serie, die ist so Nettozeit 40 Minuten, 5 Minuten noch irgendwie Rückblende und Abspann und so, ja, und 40 Minuten, da denke ich mir eher, ach komm, guckst du noch eine. Absolut. Ja, aber also wenn ich jetzt eine Folge von 50, 55, 60 Minuten habe und die gucke ich durch und ich weiß, die nächste Folge ist genauso lang, na, da überlege ich aber dann schon 2 oder 3 Mal, ob ich die jetzt noch weiter gucke. Bei mir war, also Stranger Things 4 hat ja so viele Handlungsstränge, sage ich jetzt mal. Und dadurch hat es sich nicht unbedingt, dadurch, dass die so lang waren, war es für mich teilweise okay, in der Folge teilweise aufzuhören, weil sich's eh nicht nach okay, jetzt ist eine große Folge und ich muss diesen Handlungsbogen komplett mitnehmen, um danach wieder ja, ruhig schlafen zu können. Deswegen habe ich teilweise da auch zwischendurch mal gestoppt. Und deswegen hat es mir auch nicht wehgetan und ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt, ob ich jetzt, ich muss ja nicht mal auf den Knopf drücken. Die läuft ja einfach weiter. Ja, aber gerade bei Staffel 4, da saß ich dann schon da nach so einer 70-Minuten-Folge, habe mir gedacht, scheiße, ich möchte eigentlich gern wissen, wie es weitergeht. Jo. Hast du es gesehen? Ja, aber macht ruhig, ist mir alles egal. Ja. Da bist du schon diese Friedhofsszene, wo sie dann in dem Upside Down ist. Ende und dann, von Part 1 quasi. Ja, ich glaube. Haben sie nicht da auseinanderge. Nee, ich glaube, das haben sie später gemacht. Wie ein Telefonat mit meinen Eltern gerade. Aber es fühlt sich so an, als wäre das Part 1, weil ich habe es ja später geguckt, als wäre das da quasi mit Season 5. Wir hatten vorab die ersten 4 Folgen. Und das ist diese Szene, wo sie zu Running Up That Hill dann aus dem Upside Down rausrennt und dann sind sie auf dem Friedhof und fallen sich alle in die Arme. So, ne? Und da dachte ich, Alter, ich will sehen, ich will wissen, wie es weitergeht, was passiert jetzt? Ja, und dann habe ich aber erstmal nichts mehr gehabt. So, aber selbst wenn ich was gehabt hätte, die nächste Folge ging wieder irgendwie 75 Minuten. Die hätte ich halt nicht mal nochmal abends angefangen, so. Weil innerhalb dieser Folge dann aufzuhören, das fühlt sich für mich auch nicht richtig an. Nee, das ist, ja. Oder? Das ist ja das Schöne an Gleitzeit, vor allem am Homeoffice. Da verschwimmen Dinge. Vielleicht. Ja, gut, so. Ach ja. Haben wir doch schon eine Menge zu dem Thema geredet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ey, es hat super viel Spaß gemacht. Es war sehr schön bei dir. Ja, und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Das kriegen wir bestimmt, also mit Barry kriegen wir es auf jeden Fall hin. Du sagst mir gerne Bescheid, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, da will ich mal richtig gerne reden oder da brennt es mir unter den Fingernägeln, darüber zu reden. Wir finden immer hier einen Platz und eine Gelegenheit, beziehungsweise einen Timeslot. Aber ja, vielleicht für euch da draußen nochmal die Frage, wie ist es bei euch? Guckt ihr lieber wöchentlich? Genießt ihr es, wöchentlich zu gucken? Oder genießt ihr halt die volle
Packung direkt auf Anhieb. Also schaufelt ihr euch alles rein, so schnell wie es geht. Ist Bingen bei euch noch ein Thema? Ist es nicht mehr? Ist es tot? Ist es vielleicht nur eine Option unter vielen? Und es ist schön, dass die da ist, aber es muss auch nicht mehr so sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drauf und wünschen euch ansonsten noch eine schöne Zeit und viel Spaß mit allen möglichen Serien, die ihr schauen werdet. Habt ihr noch irgendwas, was ihr demnächst jetzt auf dem Zettel habt, wo ihr sagt, oh, das muss ich unbedingt gucken? Ja, mir fehlt halt House of the Dragon noch. Ja, ich fange auf jeden Fall mit Better Call Saul an. Das solltest du aber auch machen. Nachdem meine Eltern mir das zweimal gespoilert haben jetzt. Oh. Wieder vor 3 Wochen. Aber das solltest du wirklich machen. Ja, ich weiß. Das ist eine gute Serie. Aber es sind so viele Staffeln. Ich weiß. Aber die gehen auch immer nur meistens so um 45 Minuten rum, die Folgen. Ach ja, okay. Das macht dann schon wieder ein bisschen einfacher. Ja? Sehr gut. Gut, Kuro, Sarah, vielen, vielen Dank. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.